als wir dann sagen, dass die Hans-Dahlheimer Straße unterbrochen wird. Dass wieder vom Bahnweg hin zur Hans-Dahlheimer Straße Richtung. Du meinst jetzt, dass der von da kommt, ja, vorrang ja. gegeben hat und der von da kommt, davor, dass das quasi die Vorrangstraße ja. ist? Nein, es ist halt kein Verkehr. Ist eigentlich keine schlechte Idee, um quasi wieder den Weg in die Flurgasse zu verhindern, ja. Das könnte, wir schauen uns an, ob wir das selbst dürfen oder ob wir es. Ja, es ist ja die Vorrangstraße. Nein, es ist eine Befahrung von der BH notwendig, aber wir werden versuchen, das zu argumentieren und schauen, was die sagen, wenn die das nächste Mal da sind. Okay? Weil im Normalfall sollte ja dann der Hauptverkehr über die Hans-Dahlheimer Straße Farnbeck gehen. Ja? Genau, außer die hinten zum Wirtschaftshof und so weiter müssen. Aber nicht aus dem rechten Jahr. Das braucht sicher zur Befürchtung bei. Ja, das ist ja auch immer wieder. Das ist nicht passiert, aber schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass die BH uns das genehmigen wird, aber wir probieren es. Gut. Somit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4, Kindergarten bzw. Kinderkrippenplätze. Wir haben ein gutes Gespräch im Vorfeld gehabt, glaube ich. Und ich danke dafür, dass wir das jetzt quasi im Einvernehmen dieser Sitzung abführen können. Der Hauptpunkt ist ja dieser Tagesordnungspunkt. Es ist im Bauausschuss ja schon die letzten Jahre mitbehandelt worden und vielleicht sage ich jetzt erst mal kurz meine Sichtweise und dann können wir ja darüber diskutieren. Für mich war es immer wichtig, und ich glaube im Bauausschuss ist das auch sehr oft besprochen worden und mit Protokollen belegbar, dass wir im Zuge der Flächenwidmungsplanänderung, die jetzt uns allen schon länger dauert, als wir es gerne hätten, wir haben auch gehofft, dass wir zu diesem Zeitpunkt jetzt schon fertig sind, wir sind dadurch äußere Umstände wie Kündigungen und Kranken, wirkliche schwere Krankenfälle in der Oberbehörde quasi, das sich alles leider verzögert. Und natürlich Voraussetzungen geschaffen werden müssen, da wir immer gesagt haben im Bauausschuss, wir haben langfristig geplant, dass im Zuge des Sportplatzverkaufs, der ja auch von der Flächenwidmung abhängt, den Bauwerber, und das haben wir auch hineinschrieben in diese Angebotsausschreibung, in diese Anführungszeichen, dass dort ein Kindergarten mitzuplanen ist für die Langfristigkeit einer Kinderkrippe und dass ein weiterer Standort im Bereich Spatenhof die Grundlage ist für die Kerngebietswidmung und dass dort ja auch Gespräche schon stattgefunden haben mit diversen Grundstückseigentümern, die natürlich auf die richtige Widmung warten, um dort ein größeres Projekt in Anspruch zu nehmen, wo unser Kindergarten quasi mitgebaut werden wird. Ich hätte es auch schon gern früher gehabt und das ist der Stand, wo wir zurzeit sind. Ich warte auf die Flächenwidmung, wir führen weiter die Gespräche, es gibt eine eigene Förderzusage vom Land, glaube ich, wenn ich es richtig den Medien entnommen habe, dass dem soweit ist. Ja, und noch einmal zur genauen, wie soll ich sagen, damit die rechtlichen Grundlagen erklärt sind. Wir haben eben sehr viele Gruppen, schon sowohl Kindergarten als auch Kinderkrippe, und die rechtliche Verpflichtung bestünde für das verpflichtende Kindergartenjahr der Gemeinde es anzubieten, dass wir natürlich dem Zug der Zeit folgen und ein breiteres Angebot zur Verfügung stellen und diese Spitzen, die es zeitweise gibt, auch abdecken, indem wir da einen einstimmigen Beschluss auch im Frühjahr erfasst haben, dass diese fast leere Kindergartengruppe in Lannach von uns mit benutzt werden kann, so wie ich ja schon festgelegt habe, dass es diese Spitzen ja auch schon vor, jetzt sage ich mal, knapp 20 Jahren gibt. Meine Tochter ist jetzt 18, ist damals in Doppelbad drüben gegangen, das war für mich damals auch kein Problem. Ich glaube, dass für viele, die im Spatmer wohnen, es unwesentlich ist, ob in der Früh mit durch den Ort hinein zu unserem Kindergarten fahre oder nach Lannach irgendwie zu dem, wo es die Gemeinde zum gleichen Preis zur Verfügung stellt. Das heißt, der direkte Bedarf kann bei uns abgedeckt werden, der da ist, und an allen weiteren Lösungen arbeiten wir ja eh alle gemeinsam im Bauausschuss. Hätte ich jetzt die Situation beschrieben, und jetzt bitte ich um eure... Ja, wie du gesagt hast, wir haben eh ein gutes Gespräch gehabt, aber was mich dazu veranlasst hat, heute oder eine Sitzung zu verlangen, mehr oder weniger war das, dass du in der Öffentlichkeit sagst, es gibt konkrete Pläne für den Kindergarten und dass du im gleichen Artikel auch sagst, es gibt keinen Bedarf. Und du redest schon von einem direkten Bedarf, für mich gibt es keinen direkten und keinen indirekten Bedarf, sondern wenn 5 Kinder auf einer Warteliste sind, dann gibt es auch einen Bedarf. Das ist nur, ist meine Meinung und mein Verständnis, weil jeder, der in einem Ort wohnen soll, im Ort einen Kindergarten oder Kindergartenplatz haben. Und
für mich ist halt auch sonst im Flächennutzungsplan oder auch sonst von dir, das schon mit meinem geredet worden ist, kein konkreter Plan. Deswegen ist es für mich ein konkreter Plan, wenn ich sage, 2022 kommt der Kindergarten, der kostet so und so viel, dort werden so und so viele Gruppen sein und der kommt dorthin. Und nicht zwei Sätze im Flächennutzungsplan, wo drinnen steht, an diesem Standort soll einmal ein Vorplatz entstehen. Das waren nicht zwei Sätze, das war ja in der Bauausschusssitzung ganz konkret, dass man gesagt hat, zwei Kindergarten und zwei Kindergrippen im Bereich Kronhauser Assel, irgendwo in dem Bereich. Aber es ist ein weiter Weg, bis das verkauft ist. Es ist ein weiter Weg, bis der geplant wird und wir wissen alle, wie viele Wohnungen in den nächsten 1,5-2 Jahren irgendwo entstehen werden. Ja, so viel entstehen in den nächsten 1,5-2 Jahren, glaube ich, gar nicht. Das geht ja alles. Wenn alles einmal fertig wird. Ich möchte nur mal, das ist für mich ein sehr gutes Beispiel, das auch eindeutig klar zu denken, dass ich sage, alles, was jetzt gebaut wird, geht auf einen Flächenwidmungsplan, der 15 oder 20 Jahre alt ist, zurück. Ja. Wir haben uns in dem Flächenwidmungsplan bemüht, quasi Einfamilienhausgebiete schaffen, die jetzt nicht ein ungezügeltes Wachstum ermöglichen. Und wir haben versucht, Flächen vorzubereiten, wo ein Kindergartenbau möglich und für Investoren attraktiv ist. Ja, findest du, ist das ein konkreter Plan oder ist das ein Lagerplan? Das ist für mich schon, ja, für mich ist es das Konkreteste, was möglich ist. Weil ich kann ja, wenn ich jetzt als Gemeinde nicht einen zweiten Standort bauen möchte, und das bin ich mal aufgrund der Auslastung, da waren wir auch alle d'accord im Bauausschuss, dass wir immer gesagt haben, wir suchen eine Mischvariante, wer auch immer den dann betreibt oder wie wir den betreiben, mit vielleicht Firmen, um ihn aufzufüllen und gewinnbringend führen zu können. Weil ich kann ja nicht dort jetzt vier komplett ausbauen nach den Vorgaben für vier Grundschulen, dass jetzt drei Kindergarten und eine Kindergrippe oder drei Kindergrippen und eine Kindergartengruppe ist. Ich möchte es ja voll haben, wenn ich das nicht selber baue. Und das war immer unser Ansinnen, das so kostenneutral wie möglich zu führen, weil Kinderbetreuung ist teuer, das muss man glaube ich auch in dem Rahmen einmal sagen, nur damit das alle verstehen, nach Abzug aller Förderungen. Das möchte ich in dem Rahmen schon mal sagen. Wie gesagt, nochmal, halt mal fest, es gibt die Verpflichtung für das verpflichtende Kindergartenjahr da zu sein. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Alles andere ist ein Entgegenkommen, das dem Zeitgeist entspricht, Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung zu stellen. Es gibt für mich, und den Unterschied möchte ich auch ganz deutlich sagen, einen groben Unterschied, brauche ich diesen Kinderbetreuungsplatz, weil ich berufstätig bin, oder brauche ich ihn nicht? Und da gibt es für mich zwischen direkt und indirekt einen sehr großen Unterschied. Das ist das eine. Darauf würde ich jetzt eigentlich hinaus. Und die Kosten würde ich hinaus. Ein Kindergrippeplatz bis 2 Jahre kostet der Gemeinde nach Abzug aller Förderungen 1.900 für den Ganztagesplatz, 1.700 circa für den Halbtagesplatz, 1.900 für den Ganztageskindergartenplatz und 700 für den Kindergarten-Halbtagsplatz. Und wir haben Kosten von 160 Euro, glaube ich, im Moment, was die Eltern zu bezahlen haben. Das heißt, das ist ein enormer finanzieller Aufwand, den die Gemeinde freiwillig zur Verfügung stellt. Und da, glaube ich, ist es schon angemessen, dass wir darauf schauen, dass die Plätze, die benötigt werden, vorhanden sind und nicht immer das Maximum da sein kann, weil es gibt Spitzen. Wir haben zurzeit, es kann niemand sagen, aber es gibt keine Berechnungsmöglichkeit, wie ich da in die Zukunft prognostizieren kann. Wirken sich die Einfamilienhausgebiete so aus, dass wir vielleicht in 10 Jahren wieder zusammenkommen mit den Plätzen, die wir jetzt haben. Wir wollen zusätzliche Plätze, wenn ein großes Gebiet besiedelt wird, so wie der Sportplatz. Schauen wir, jetzt wird der Spurplatz besiedelt, jetzt wird dort hinter beim Biller dort wird besiedelt. Aber wir reden da von 10, 20 Jahren. Wir reden zum Beispiel, es war ein kurzer Architektenwettbewerb für die GGW-Siedlung unten, die seit Ewigkeiten gewidmet ist. Und die haben jetzt den Architektenwettbewerb und wollen, glaube ich, in 2 Jahren bauen anfangen. Also wir reden da jetzt von in 2 Jahren. Und bis in 2 Jahren ist aber der Kindergarten dort in dem neuen Kerngebiet sicher fertig. Das heißt, so konkret sind die Pläne, weil wir brauchen nur mehr die Flächenwidmung abwarten. Aber wer sagt, dass man beim Aarhus-Kerngebiet kriegt? Weil das Land hat Einspruch zu reinkriegen in das Kerngebiet. Wer sagt, dass man das kriegt? Werden wir sehen. Wir werden ja, aber ich kann nicht sagen, das ist ein konkreter Plan, dort einen Kindergarten zu errichten. Entschuldigung, aber ich muss nicht weiß, ob ich das Kerngebiet überhaupt widmen kann. Aber gibt es jetzt von eurer Seite einen konkreten Plan? Nein.
aber ich habe nicht behauptet, dass es einen konkreten Plan von unserer Seite gibt. Ich bin nur als Reaktion auf die Medien gegangen, weil du zuerst behauptet, es gibt die Plätze nicht. Und wenn ich das es gibt fünf Plätze, fünf Kinder. Ja, differenzierter betrachtet. Das soll die Leiterin selber bestellen. Differenzierter betrachtet heißt es aber, das sind wahrscheinlich fünf Plätze, wo der Platz nicht direkt gebraucht wird, beziehungsweise nicht so. Aber woher willst du wissen, ob zumindest einen Platz braucht für sie wird zumindest nicht so dringend gebraucht, dass der Elternteil zu den gleichen Kosten bereit ist, das Kind nach Lannach zu führen. Und das ist für mich dann kein konkreter Bedarf. Es tut mir leid. Ich war damals, meine Anfrage war, wie die Nina klar war, gibt es einen Platz, weil meine Frau wieder arbeiten gehen hat müssen, in Liebhoff, hat es geheißen, es gibt eine Übereinkunft mit Doppelbad, dort sind Plätze frei, du darfst nach Doppelbad gehen. Und dann bin ich nach Doppelbad in den Vorkindergarten gegangen, das war wunderbar und es war nichts dagegen auszurichten, weil heutzutage geht eh kein Kindergartenkind allein in den Kindergarten. Und von mir daheim ist es wahrscheinlich genau die gleiche Strecke, wurscht wohin ich fahre. Und wenn ich in Spatenhof daheim bin, ist es auch genau die gleiche Strecke, ob ich in den Kindergarten oder in den Kindergarten fahre. Ich glaube, das sind öffentliche Gelder und da müssen wir einmal über die Gemeindegrenze hinausdenken. Ich glaube, Chef, für öffentliche Gelder ausgehen. Ja. Ja, aber Entschuldigung, rechnet ihr jetzt eine ganze Gruppe aus, was das im Jahr, das sind im Monat, die Kosten, die ich vorher gesagt habe, sind bitte im Monat, das sind keine Jahreskosten. Ich sage ja nicht, 16.000 Euro im Jahr für ein Kind. Ich sage ja nicht, dass es so einfach ist und ich sage auch nicht, dass wir am 5. Juni 2020 einen neuen Kindergarten brauchen. Ich wollte nur auf ein Problem aufmerksam machen, das ich in der Zukunft sehe und für das ist meiner Meinung nach nicht, so wie von dir behauptet, konkrete Pläne gibt. Und das wollte ich. Okay, und meine konkreten Pläne sind die, dass ich mich noch der Fläche. Ich kenne deine Pläne, wenn deine Pläne so aufgehen, gehe ich damit d'accord. Ja. Nur für mich sind auch jetzt im Industriegebiet so viele Dinge passiert, die wahrscheinlich nicht passiert werden, wo wir vor 3 Jahren drüber geredet haben oder vor 2 Jahren, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, dann haben wir dort die Straßen neu kaufen müssen, dort was neu kaufen müssen. Also das als konkret zu bezeichnen, ist für mich nicht so. Okay. Was? Ja, und dass wir politisch unterschiedlicher Meinungen sind, was Kinderbetreuungsplätze anbelangt, das ist halt einfach so. Ja. Dann gibt es halt einen Unterschied zwischen ÖVP und SPÖ. Passt. Gibt es jetzt einen konkreten Antrag einerseits? Gott sei Dank, ja, das stimmt. Gut. Nein, es gibt keinen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5. Das ist jetzt die erste Erweiterung, Vereinbarung. Wie gesagt, das haben wir alles gefasst unten, nur waren teilweise die privaten Grundstückseigentümer. Das ist diese 20 kV Leitung, die auf Kosten der Firma Hofer unten verlegt worden ist, in diese neue Straße hinein zum Kino. Und ich weiß nicht, wer die schon gesehen hat, die ist echt super geworden. Da fehlen jetzt nur noch die Bäume. Um die 40 Bäume übrigens, genau, damit wir da wissen, von was wir reden, weil wir vorher das Baumthema gehabt haben, die dort gepflanzt werden. Gibt es dazu Fragen oder kann ich das gleich zur Abstimmung bringen? Ist die Brücke auch schon fertig? Weil du die Straße so laufen. Die Brücke ist noch nicht ganz fertig, aber die Brücke schaut ziemlich gut aus. Unterhalb ist sie durchbetoniert und oben drüber, ich hab das letzte Mal hingeschaut, vorigen Freitag. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie weit wir jetzt oben drüber sind, aber sie ist im Fertigwerden. Die noch Sportplatzbrücke neu. Gut. Stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Vereinbarung in der vorliegenden Form beschließen und der Vertüchelung der Dienstbarkeit zugunsten der Energienetze Steiermark GmbH Leonhard Hütten 10/80/10 Graz zustimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte um eine Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, Dankeschön. Tagesordnungspunkt 6. Das ist jetzt das Grundstück EZ2741, KG36251, Grundstück Nummer 810/3. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Vereinbarung in der vorliegenden Form beschließen und die Verbücherung der Dienstbarkeit zugunsten der Energienetze Steiermark GmbH Leonhard Hütten 10/80/10 Graz zustimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte um eine Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 7, das Grundstück 18.02. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Vereinbarung der vorliegenden Form beschließen und der Verfügung der Dienstbarkeit zugunsten der Energienetze Steiermark GmbH Leonhard Hütten 10/80/10 Graz zustimmen. Wer damit einverstanden ist, bitte um eine Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, ist einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8 und der ist bereits nicht öffentlich, deswegen darf ich mich bei den Zusehern bedanken.